Moin und herzlich willkommen. Hinter uns spielt gerade einer der Top-Acts auf der Kieler Woche. Joris ist einer der neuen deutschen Pop-Poeten. Und wir haben ihn vorab schon zum Interview getroffen und das seht ihr jetzt. Ich habe hier jetzt Joris am Start, den kennt glaube ich gerade jeder aus dem Radio. Von Herz über Kopf, damit gehst du ja gerade so ein bisschen durch die Decke, ne? Das Lied kennen tatsächlich relativ viele Leute, das ist ganz schön, weil wir spielen im Moment sehr viele Festivals und egal wo wir hinkommen, die Leute können das Lied mitsingen. Musst du dich da erst noch dran gewöhnen, dass du auf einmal viel mehr so im Fokus stehst und auf einmal Sachen so klar rauskommen? Also ich mache schon 20 Jahre tatsächlich Musik, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Und habe das immer für mich selber machen können und ich kann auch ganz ehrlich sagen, es hat nie jemanden interessiert. Und seit 3 Monaten ist das Album jetzt, glaube ich, draußen. Seit 3 Monaten ist es jetzt sehr anders und das ist schon schön. Also es ist schon schön, dass man einfach Konzerte spielen kann, wo viele Leute da sind, wo Leute zum Teil mitsingen können, wo immer Mörderstimmung ist einfach. Oh, Herz über Kopf. Hat man da dann auch Punkte, wenn du sagst, du machst seit 20 Jahren Mucke, also ich meine, du wirst nicht mit 5 vor anderen Leuten gespielt haben, aber so Punkte, wo man sagt, ey, ist es das überhaupt, soll ich mich nicht anders umschauen, oder? Also jetzt in den 20 Jahren natürlich, gerade wenn du irgendwie fertig wirst so mit der Schule und irgendwie überlegst, okay, was machst du jetzt, alle anderen haben irgendwie schon große Pläne, werden Arzt, werden keine Ahnung was. Da ist es natürlich schon so, dass man drüber nachgedacht hat, aber ich habe irgendwie immer Musik machen wollen. Und hab's immer gemacht dann. Also hab irgendwie auch während des Abiturs in meinem Musikkeller gesessen und hab nächtelang Musik aufgenommen, anstatt fürs Abi zu lernen und so. Ja, ich glaube, das war schon immer so mein Ding und da gibt's auch keine aktive Entscheidung für oder so, sondern man macht es halt. Hat sich das dann in deiner Abi-Note auch niedergeschlagen? Meine Abi-Note war natürlich sensationell gut. Durchgekommen. Durchgekommen tust du ja momentan auch durch die Charts, weil die Nummer, haben wir ja schon gesagt, die geht wirklich ab. Hast du das so erwartet? Also kann man mit so einem Erfolg rechnen? Wie gerade schon gesagt, so. Also letztendlich ist es bei mir so, ich habe immer Musik gemacht. Ich mache immer so Musik, wie ich sie machen möchte. Habe für dieses Album wundervolle Leute mit dabei gehabt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit meinem Produzenten habe ich 1,5 Jahre im Studio zusammengesessen und an meiner Musik gearbeitet und mich da irgendwie total drin verloren auch. Aber ich hätte die Musik immer so gemacht, egal ob Erfolg oder nicht jetzt so. Und das ist natürlich Wahnsinn, damit kann auch keiner rechnen. Und das ist sehr skurril. Ich glaube, ich habe das auch noch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Wenn du rennst, ich berühre deine Haut und meine Finger verbrennen. Nur du kannst mich lesen wie ein offenes Buch. Bist du dir musikalisch immer treu geblieben oder hast du auch mit den Stilen so ein bisschen geflirtet und mal gewechselt? Ich bin mir insofern immer treu geblieben, als dass ich die gleiche Art von Musik grundsätzlich bis jetzt gemacht habe. Was heißt immer treu geblieben? Das ist mein Debütalbum jetzt gewesen. Ich schreibe jetzt aber erst seit 4 Jahren auf Deutsch. Habe erst vor 4 Jahren mich so mal daran getraut. Vorher immer Englisch geschrieben, immer englische Musik gehört. Und ich glaube, diesen Mix macht es irgendwie auch aus, dass es jetzt deutsche Texte sind mit diesem englischen Sound, mit diesem, ja, bisschen, ich finde es ein bisschen emotionalerer Sound. Hat man da noch irgendwie Erwartungen? Also weißt du, wie jetzt 2015 für dich weitergeht? Also außer, dass du noch ein paar schöne Konzerte spielen wirst? Ja, genau so. Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt bis Mitte November, von Anfang Mai bis Mitte November permanent unterwegs sind. Und das ist wahnsinnig geil, weil ich glaube, also es sind sau viele Festivals, es sind so ja, ganz, ganz tolle Ritterschläge für mich, so aus musikalischer Sicht. Und dann gehen wir auf große Tour im Herbst. Wir sind auch in Kiel, im Max heißt es, glaube ich. Max. Max zu Deutsch. Er macht ja deutsche Musik, also genau. Darf er es auch so nennen. Ja, freue mich da sehr drauf. Hast du das Datum am Start? Ich glaube 17.10. 17.10. im Kieler Max, wie wir jetzt gelernt haben. Max, genau. Jetzt abschließend noch eine Frage, kriegst du überhaupt was mit von der Kieler Woche, also außer dass es regnet? Es gibt hier ganz viele große Schiffe. Mein Keyboarder ist tatsächlich sehr schiffsaffin und der hat sich schon die ganze Zeit total drauf gefreut, hier auf der Kieler Woche spielen zu dürfen, weil dann fahren ja die Schiffe dran vorbei und hupen. Ich glaube, es wird ein geiles Festival. Wir haben gehört, dass es hier immer sehr gute Stimmung ist. Bin mal gespannt bei dem Regen, aber ich denke mal, die Kieler sind das ja gewohnt. Ne? Der Regen gehört dazu. Eben, das ist einfach so. Aber gut, dann will ich dich gar nicht länger aufhalten. Viel Spaß, ich schaue dir nachher zu und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich ein auch. Ein liebevoller Brief auf leerem Papier. Kiel, ich wollte euch so viel noch sagen.
dass ich's mag, wie du lachst, dass dein Atem mich antreibt, so herrlich willenlos macht. Wir brauchen euch nochmal! Oh, oh, oh. Also wir merken, Petrus scheint Joris-Fan zu sein, denn kaum hat er aufgehört zu spielen, hat es angefangen zu regnen. Darum, Joris, komm möglichst schnell zurück, nicht erst im Oktober, denn wenn du hier bist, dann zeigt sich Kiel von der schönen Seite und dann regnet es mal nicht zur Kieler Woche. Ich freue mich auf den Oktober und freue mich drauf, Joris wiederzusehen. Ich hab's.